Asthma-Management mit Niox Vero. Vielen Asthma-Patienten fällt es schwer, ihr Asthma zu kontrollieren. Vor allem Patienten mit allergischem Asthma, die Pollen oder anderen Allergenen ausgesetzt sind. Hassam leidet zum Beispiel an unkontrollierten Symptomen, obwohl er seine normalen Asthma-Medikamente einnimmt. Jasmin wiederum behauptet, dass sie keine Symptome hat, aber lieber zu Hause bleibt, als draußen mit Freunden zu spielen. Für einen Arzt ist es schwierig zu beurteilen, ob die aktuelle Behandlung anschlägt. Ist das Medikament korrekt dosiert? Nimmt der Patient das Medikament wie angeordnet ein? Zwei Studien haben gezeigt, dass 28% der Asthma-Patienten eine falsche Diagnose erhalten haben, 25% kein Asthma-Medikament benötigen und 55% an unkontrolliertem Asthma leiden. Wir haben möglicherweise eine Lösung. Mit ausgeatmetem Stickstoffmonoxid, auch Pheno genannt, einem Biomarker für Atemwegsentzündungen, kann die Situation besser eingeschätzt werden. Eine aktuelle Studie in einer Spezialeinrichtung mit 50 Asthma-Patienten zeigte, dass nach der Erweiterung der Standardbeurteilungsmethoden um die Pheno-Messung 36% der ursprünglichen Behandlungsempfehlungen erheblich geändert wurden, was dem Patienten eine bessere Behandlung ermöglichte. Mit regelmäßigen Pheno-Untersuchungen von Asthma-Patienten mit Niox Vero können Sie allergische Atemwegsentzündungen messen und erstens besser beurteilen, ob der Patient auf eine Kortikosteroidbehandlung ansprechen würde. Zweitens die ICS-Dosis optimieren und Extrazerbationen um bis zu 50% reduzieren. Und drittens feststellen, ob der Patient ICS-Therapieanweisungen befolgt. Gleichzeitig werden die Behandlungsergebnisse verbessert und die Kosten gesenkt. Schauen wir uns einmal an, wie Standardmethoden ohne Pheno Hassam und Jasmin helfen. Hassam, verringerte Lungenkapazität und unkontrollierte Symptome. Die Ärztin entscheidet sich, die Behandlung mit inhalativen Kortikosteroiden zu steigern. Jasmin, fast normale Lungenkapazität, klagt über keine Symptome. Exazerbationen in ihrem Krankheitsverlauf. Die Ärztin beschließt, die Behandlung unverändert fortzuführen. Schauen wir nun, ob unsere Ärztin mit der Pheno-Methode dieselben Entscheidungen trifft. Hassam hat einen niedrigen Pheno-Wert. Die Ärztin überdenkt die Erhöhung der ICS-Dosis und sucht nach anderen Gründen für den anhaltenden Husten. Jasmin hat einen hohen Pheno-Wert. Vielleicht ist sie ja nicht ganz ehrlich, was ihre Symptome betrifft. Oder vielleicht nimmt sie ihre Medikamente nicht und traut sich nicht, es zuzugeben. Angesichts der Exazerbationen in ihrem Krankheitsverlauf beschließt die Ärztin, die Therapietreue zu besprechen, die Inhaliertechnik zu prüfen und die Dosis zu erhöhen. Als Arzt will man für seine Patienten nur das Beste. Der Pheno-Test von Niox Vero hilft ihnen, besser zu verstehen, welche Behandlung der Patient benötigt, was wiederum zu besseren Ergebnissen führt. Diese Methode ist bahnbrechend in der Asthmakontrolle. Atemwegsentzündungen können mit Niox Vero ganz einfach gemessen werden. Die Ergebnisse der Asthmabehandlung werden verbessert und die Kosten gesenkt. Niox Vero ist benutzerfreundlich und liefert schnelle Ergebnisse. Liefert zuverlässige und exakte Ergebnisse. Ist ein wartungsfreies Gerät, das nicht kalibriert werden muss. Niox Vero kann eigenständig verwendet oder an einen PC angeschlossen werden. Hierbei stehen eine visuelle Unterstützung, Niox Panel, für die Abläufe auf einem PC-Bildschirm sowie ein Programm, Niox Patient, zur Dokumentation von Patientendaten und zur Verwendung mit elektronischen Patientenakten zur Verfügung.